Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es hier gerade sehen könnt, habe ich tatsächlich die Belohnung für das Astronomical Event bekommen, obwohl ich da nicht mal teilgenommen habe. Ich dachte eigentlich, es wäre gestern, weil gestern irgendwie auf Twitter ganz viele geschrieben hatten, dass es gestern schon stattfinden sollte, findet ja aber erst heute statt und die erste Vorstellung war ja, glaube ich, heute um 1 Uhr. Ich habe da nicht teilgenommen und ich habe trotzdem die Items bekommen. Ich sag mal, schlimm ist es nicht, aber ja, nehme ich gerne an und ich glaube, Fortnite hatte tatsächlich heute Nacht den neuen Spielerrekord, also von den gleichzeitigen Spielern jemals tatsächlich. Vorher war, glaube ich, Marshmallow-Event das meist zugeschaute Event, also allein in Fortnite selbst drin. Dort hatten die, glaube ich, 10 Millionen Zuschauer und jetzt hatten die schon 12,3 Millionen Zuschauer. Und das war erst das erste Event. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht noch ein bisschen mehr wird heute im Event. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil Amerika und so vielleicht die größte Zone ist. Haben mal schauen, soll auf jeden Fall ganz nice gewesen sein. Werden uns natürlich heute auch noch im Livestream anschauen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Follow auf Twitch da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne diesen YouTube-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft auch hier keine Videos mehr und unterstützt mich auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir tatsächlich keine Deadpool-Items mehr. Die sind jetzt raus und dafür haben wir eben halt jetzt bei den Sonderangeboten die ganzen Travis Scott Items. Das heißt, es ist auch sehr sicher, dass heute nicht nochmal irgendwie geheime Deadpool Challenges kommen. Ich glaube, das Event ist jetzt so langsam einfach zu Ende. Ich würde nur sagen, wir beginnen allerdings erstmal ganz links. Dort haben wir den Agent des Chaos in der Standard-Variante und in der Modder-Variante. Dazu gibt es dann die Chaos-Sense als Spitzhacke sowie die schwarze Schleimlackierung. Dann haben wir als nächstes den Beef Boss Skin mit der Bredlingsklatscher Spitzhacke und der fliegenden Untertasse. Dann haben wir als nächstes die freche Wurst, einmal im Standardziel und einmal ohne Kopfbedeckung. Dazu bekommen wir noch ein kostenloses Conchell, dazu Würstchenkette. Dann haben wir als nächstes den Cobra Skin, dann die Taxifahrerin. Als nächstes haben wir den Mathe Tanz. Ist erst das zweite Mal, glaube ich, im Shop. Dann haben wir noch den Binde Katze, die Binde Katze Musik. Dann den Elektroschaffel. Und als letztes noch langsames Klatschen. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Travis Scott Items. Hier einmal das Astronomical Paket mit dem Travis Scott Skin in der Standardvariante und in der T3500 Variante. Und dann den Astro Deck Skin in der Standardvariante und im Sicko Mode. Dazu dann natürlich noch das Astro World Backpack in der Standardvariante, blauen Variante und folgendes Orange Variante. Und dann gibt es noch den Cactus Jack Backpack zum Travis Scott Skin. Und dann gibt es noch das Astronomical Ausrüstungspaket. Einmal mit der Diamond Jack Spitzhacke, dann Goosebumps Lackierung und dem Headbanger Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.